mal Urlaub, komm, wir packen unsere 7 Sachen und wir machen Urlaub, endlich Urlaub, denn nach all den Regen will ich endlich Sonne sehen, Sonne sehen, Sonne sehen. Bing, 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 bing. Junge, Junge, das hört sich ja furchtbar an, wie so eine Reibe. Na, du singst sonst, hörst du? Na, ich singe auf Arbeit auch und dann mache ich immer alle Meschugge mit. Na, vor allen Dingen, so viel hat es da noch gar nicht geregnet, hm? Na, guck doch mal an, da, du, da oben, diese Wolken, du. Na, jetzt wollten wir Fahrrad fahren. Na, können wir doch morgen noch machen oder übermorgen. Wir sind doch erst angekommen, macht doch mal nicht alle verrückt. Aber was machen wir dafür jetzt? Dann sag mal auch mal, das ist schließlich auch was für kleine Erdmännchen. Na, das weißt du doch nicht, du. Ja, wir fahren in dieses Erdbeerland. Hm? Du musst Erdbeeren suchen, du. Na, hast du gehört, was er gesagt hat? Da muss er Erdbeeren suchen. Soll ich dir erst mal was verraten, Cindy? Na, was denn? Was machst du damit? Wie der Vati und die Mutti. Ja, hier. Das ist schon ein paar Jahre her. Da haben wir, wenn wir das gelesen haben, Erdbeerland. Ja, das steht ja hier überall dran, ja. Wo? Na, jetzt nicht gerade hier. Ich meine, insgesamt irgendwo. Stehen hier noch mal Schilder, Hinweis. Karls Erdbeerland. Ach so. Hm? Ja, und da dachten die Mutti und der Vati auch immer, das ist so ein Erdbeerhof, wo man eben sich selber Erdbeer pflücken kann, wo es Erdbeerkonfitüre gibt. Ich meine, das gibt's ja auch, Erdbeermarmelade, das gibt's ja da auch alles und ganz verschiedene Erdbeersorten noch, ja? Ja, das habe ich schon mal gehört. Naja, hatten wir auch schon mal was von. Ja, aber dass da so ein Unternehmen dahinter steckt, das ist da ganz, das ist praktisch ein Spieleparadies für Kinder. Können auch Erwachsene was kaufen, gibt's auch Tassen und alles. Aber ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, das wirst du ja alles nachher sehen, ja? Und benimm dich da bitte. Nicht mit deinen Schnutenpulli da, du, dass du dann wieder anfängst rumzukeifen. Den hast du vorhin schon aufgehabt, na? Naja, dieser Schnutenpulli, du. Hm? Ja, was ist das überhaupt für ein Ausdruck? Naja, den finde ich gerade niedlich. Das macht die Sache dann doch noch ein bisschen amüsant. Wir haben uns extra eingeholt, ja? Na, bei mir steht das ja nicht drauf, du. Na, so einen kleinen hatten sie nicht. Mein Gott, dann rutscht doch wieder, da regst du dich auch auf. So, jetzt fahren wir erstmal, ja? Das kannst du von mir aus weiter singen. Verstehst du? Na ja, tschüss. Urlaub, mach mal Urlaub. Los, fahrt ihr sie mit? Guck mal, Sid, da ist es. Da ist Karls Erdbeerland. Na, was ist denn das da für eine Spirale? Hier links pflücken sie. Guck mal, da links pflücken sie. Das ist aber zum selber pflücken hier. Ach so, das ist zum selber pflücken. Das sag ich doch. Ja, da musst du mir doch noch einen Rücken krumm machen, du. Na, wir haben doch welche zu Hause. Guck mal da. Ah. Warum zitterst du denn jetzt schon wieder so? Na, ich hab Angst da hoch, du. Na, da trau ich mich nicht. Lass mich bloß in Ruhe. Na, ich hab doch nicht gesagt, dass du da hoch sollst. Mein Gott. Brauchst du keine Angst zu haben, ne? Ich wollte dir bloß mal zeigen, guck mal, da gehen auch Kinder drauf, die haben auch keine Angst. Na, da musst du auf, du. Ich bin eben sicher. Na, wenn, da hast du wohl allerdings recht. Ja, aber das ist noch viel, viel größer. Jetzt fahren wir noch mal näher ran, ja? Guck mal, aber. Sieht aber hübsch aus. Da muss ich zugeben. Muss erstmal mit Elena ja von uns auch bloß geschlafen sein, ich dachte mir. Na, mit Elena, du. Ja. Wenn man Kinder hier hat, da musst du auch ganz schön aufpassen, weil es ja auch immer ziemlich voll ist. Guck dir mal den Parkplatz da an. Ja. Na, das hätte ich nicht gedacht. Hm? Drive-In haben wir sogar. Was haben sie denn, Drive? Drive-In, da kannst du wahrscheinlich im Vorbei von Erdbeeren kaufen. Ach so. Mit Wohnmobil kannst du jetzt hier auch übernachten. 10 Euro pro Nacht. Wann machen wir denn das, Vati? Na, wir machen doch das nicht. Er denkt doch gleich wieder, wir machen das. Mir sagt doch sowas nicht, du. Wohnmobil? Guck mal, da hinten ist eine Mühle. Für Katrin und Dirk, ja, die kaufen sich eins. Die ist ja noch leer, du? Da wollen aber Schweine ab, Vati. Ja, naja, wir sind heute ganz schön spät aufgestanden, ja? Wir haben uns müde geschlafen. Ich dachte schon, das steht ja nicht mehr auf, du. Mit dieser Bär da. Das ist unser Engel. Schimpft ihn ja nicht aus. Na gut, ne, bis gleich, du. Wir steigen alle aus. So, nun guck mal, City. Das sieht cool aus, wa? Ah,
So eine große Erdbeere. Na, was ist denn das hier, Joe? Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Was soll das sein? Oh, guck mal, ihr bilden Hund. Ja, das haben die ja extra so gemacht. Cool, wa? Na, wo ist denn der Hund? Na, das soll der Hund sein hier. Guck mal, da oben kommt gerade eine Achterbahn. Ah, da möchte ich auch mal mit rein. Da möchtest du mit rein und dann hast du wieder Angst. Das kann schon sein, Mutti. Los, auf geht's! Na, was ist denn das da, du? Das ist ein Geldautomat. Die stellen hier aus vielen recycelten Sachen. Haben sie so eine schöne Einfälle und stellen hier denn sowas her. Sieht cool aus, wa? Das sieht ganz schön rostig aus, du. Das ist aber alles euer da, du. Ja, das ist so extra so. Guck mal hier, da gibt es auch kleine Geräusche. Das hört sich an, als ob da Geld rauskommt, ja? Na, da kommt jetzt was da raus. Na, mach doch mal hin, da, du. Na, fang dann schon wieder so an. Na, cool. Na, jetzt machen wir mal wieder aus, ja, weil wir haben ja noch so viel zu bestaunen hier, ja? Guck mal, City. Oh, so viele Pflanzen. Das sieht ja aus wie ein Baumarkt hier, du. Das habe ich mir jetzt anders vorgestellt. Na, das sind ja auch jetzt hier nicht alles nur Pflanzen. Das ist ja bloß ein ganz kleiner Teil. Hier kann man auch Pflanzen kaufen. Ach, hier gibt es eigentlich alles, Sid. Deswegen, das ist hier nur der Anfang. Das ist hier alles draußen und dann gibt es drinnen noch ganz viele Tassen und was nicht alles. Und Spielzeug und Kletterwälder. Ah, oh, Erlebnisdorf. Gucke hier, siehst du, oder sowas hier, ja, was man sich in den Garten stellen kann. Na, lauter Barbecue. Na, ja, sozusagen, ja. Na, schöner Babel, möchtest du geben? Ah, ein Brunnen aus Erdbeeren? Aus Erdbeersteinen, ja. Sieht auch schön aus, ja. Da haben sie schöne Form, zu. Gucke mal, mein Schöner, da gehen wir jetzt rein. Da gehen wir jetzt durch. Das heißt ein Karussell da, du. Stimmt's? Genau, das ist ein Karussell. Na los, auf geht's. Guck mal, City. Das ist ein Kletterwald. Ach so. Da kann man schön drauf rumklettern, ja? Siehst du das? Ja, sowas haben wir schon mal gesehen in Thale. Genau, sowas haben wir schon mal in Thale gesehen. Kannst dich aber gut dran erinnern. Na, was ist denn das da für ein Krach, du? Das ist wieder die Achterbahn. Na so, da ist ja was los. Guck mal, City, das hier ist ein Bauernhof. Was steht da dran, Vati? Kaffee Kuhstall. Na, das ist ja lustiger Name, du. Das ist ja auch nicht los hier. Ja, ist auch nicht schlecht. Laufen nicht so viele Kinder rum. Können wir mal ganz in Ruhe drehen, ja? Das Sid, der kann das aber gut. Das wusste ich noch nicht, dass ich das so kann, du. Oh, da stehen aber ganz viele Mädels. Ah, die gucken mal, die warten alle auf mich, du. Nicht so schnell, Sid, ich muss auch hinterherkommen hier mit dem Film. Vati, guck mal da, du. Na, die kennen mich alle, du. Sprich diese Sprache. Mich hauen sie alle ab, du? Na, so läuft das hier nicht. So läuft das hier nicht. Du musst mal ein bisschen ruhiger sein. Du hast aber auch ein großes Mundwerk, Sidi. Das ist so, wie es ist, du. Die müssen mich doch verstehen. Guck dir das an da. Na, Mädels? Da sind auch Jungs dabei, ja? Na, die stinken, du. Puh. Na, das geht doch noch, City. Guck mal, wie schön das da ist. Was steht da dran? Amphitheater? Amphitheater? Da ist ja komisch geschrieben dazu. Na, das haben sie doch extra so gemacht. Ist das nicht putzig? Ah! Na, was macht denn der dazu? Wei! Das darfst du ja nicht, du! Nur lass das sein! Du liebst ja Ärger!
Na, wenn ihr wer kommt. Der macht doch nichts. Na du, mit der mit seinen Hörnern tun, der will gar nicht zu nahe kommen. Mein Gott, guck mal, er geht doch schon weg. Na, besser ist du. Na, ist er putzig. Macht's gut. Geh mal schön, du. Na, das sind ja ein paar fette Viecher, du. Na, die haben zu viel gegessen, du. Na, die müssen mal ein bisschen abnehmen, dazu. Mein Gott. Du, der Bauch, der hängt ja schon an der Erde. Na, du schimpf doch nicht rum. Das sind doch extra so eine Schweine. Ja, Sidi, so sieht's aus. Das sind extra die heißen Hängebauchschweine. Die müssen so aussehen. Ach so? Na, warum müssen Menschen nicht so aussehen? Naja, das fehlte noch. Es sehen ja manche auch so aus, verdammte Scheiße. Das haben wir jetzt nicht gesagt, du. Nee. Alles gut. Jedem das Seine, ja? Na, wenn der Vati zu viel gefuttert hat, du? Nein. Hey, hast du gehört? Ich dachte, dass sie draußen raucht. Ah, Sid, komm. Du musst uns noch hier Schwierigkeiten machen. Guck mal, Sid, das ist ja eine Rattenküche. Oh, wei! Wo ist der Vati? Na, der steht ja hier, du. Hast du ja keine Angst? Der Vati sagt immer, der springt vom Stand aus auf den Tisch. Na, wenn er da so eine Ratten sieht, du. Guck mal hier, ja? Na, Moment. Du bist doch ganz süß, du. Du bist doch ganz schön fett. Guck mal da hinten, da ist ein großer Springturm. Na, der ist ja groß. Da würde ich mir gar nicht drauf trauen, du. Brauchst du überhaupt nicht, Sidi. Ich will dir doch bloß mal zeigen, ja? Hier ist auch noch mal so ein tolles Klettergerüst. Guck mal da. Ah. Ist ganz schön windig, du. Das versteht man da wieder nicht. Was macht der Ausmaß dazu? Ja, wir gehen sowieso jetzt weiter. Siehst du hier? Ja, die fährt jetzt auch gleich los. Da kannst du jetzt hier mit auf dem Gelände, was wir uns gerade angesehen haben, ein bisschen mit rumfahren, ja? Ich glaube, das ist bloß eine Runde oder so. Ich weiß es jetzt nicht. Das stimmt aber hier. Eine Abgase? Na, was ist denn das hier, du? Da steht dran der fliegende Kuhstall. Das sieht cool aus, wa? Das gibt's ja schon ganz lange, den fliegenden Kuhstall. Den hat sich die Mutti und der Vati schon immer mal angesehen. Ja? Na, da gucken die Kühe raus. Die halten ihre Zunge dazu. Ich glaube, die stecken die raus zu mir. Die sind ganz schön frech, du. Mensch, das sind doch Kunststoffkühe. Und außerdem machen die das schon Jahre. Die stecken schon jahrelang ihre Zunge raus. Ach so, wie will ich mal nicht gesagt haben, du? Du, mit deinen Aufregen. Du regst dich immer so auf, da bist du nur irgendwann heiser, höre zu. Mein Gott, nee. Na los, gehen wir rein, ja? Da hinten ist ein bisschen... Da kann man reingehen und da ist ein bisschen windstiller, ja? Läuft. Hallo, Vati, du. Ich bin ein Verkäufer. Ich verkaufe Erdbeeren. Nimm mir doch mal ein bisschen was ab hier. Du musst doch die Füße rausnehmen da. Was sagst du? Du musst die Füße aus den Erdbeeren nehmen, sonst verkaufst du gar nichts. Locke nicht! Du bist doch eine Betrug! Mit Schuhe da rein! Na los, na Leute, kauf, kauf! Naja, du! Du hast ein bisschen viel Geld verdient! Was? Ist jetzt hier windig hier, du! Los, mal raus da! Weiter geht's! Ah, hier vorne lauter Schiffe! Lauter Spielzeugboote! Das kommt mir bekannt vor! Das ist wie in Dresden! Na, auf der Elbe! Du musst, dass die alle kleiner sind, ja? Dann nimmst du mich mit, du? Na, da fällt sie mir noch rein. Das wäre nicht so schön, wenn du nass wirst. Guck mal, da ist eine große Schaukel, ja? Ah, da hänge ich mich doch auch mal dran, du. Das mache ich gleich. Das traue ich mir mal, du. Kann man nachher machen. Ist ganz schön windig, ja? Ja, wo ist denn der Vati?
gucke da hinten. Siehst du da hinten? Da fährt die Eisenbahn jetzt lang. Die schwarze Depot. Steht da dran, Zit? Fietes Schuppen? Fietes Schuppen. Das heißt Fietes. Ah, das könntest du jetzt nicht wissen. Da will ich dich jetzt nicht schon wieder klugscheißen. Nö, das ist doch besser so. Na, du liebe Güte. Hm? Na, dann müssen wir diesen Schnutenpulli tragen, du. Na, das will ich auch nicht. Mach doch mal ab hier. Ich kann hier auch keine Luft kriegen. Hm? So, Sid. Siehst du, hier tragen sie alle eine Maske. Na toll, du. Na, hallo? Na, ich bin der Sid. Na, der Entdecker, du. Hm? Sid? Der Sid? Guck mal, wie schön bunt, ja? Hallo? Na, ich bin der Erdmännchen. Na, dieses scheiße Ding hier, das wasch mal ab, du. Er zickt rum. Guck mal, das müssen die alle tragen. Na, krieg ich auch keine Luft. Guck mal, wie schön bunt. Ich sehe schon alles viel besser. Na, deine Augen waren ja nun nicht gerade zu. Tatsächlich, was es hier alles gibt. Na, Vati, hast du was gefunden? Na, der Vati hat doch einen Schnutenpulli. Da stehst du gerade dran, da, du. Da musst du mal richtig dran machen, da. Können wir auch später noch machen, Sid. Oh. So viel Babel. So viel Babel, ja? Pass auf, da kommen jetzt Treppen. Mal da, lauter Fische. Ach, die sind ja echt, Mutti. Die sind echt. Ja, das ist eine Scheibe da, ja? Hallo? Bop, 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 bop. Die sagen ja auch nicht, die sind ja leise, du. Na, Fische, die können ja auch nicht sprechen. Reicht dahin, wenn du hier laut bist, oder? Na, macht doch Spaß, du. Na, hier ist voll was los. Na, da nicht. Das hat alles was mit Fische zu tun? Na, das hier nicht alles. Naja. Guck mal, Sid, die Mutti, die steht auf solche Tassen hier, ja? Hier kann man doch gern Sud draus trinken. Na, nimm mal mit da. Na, pack mal ein da. Naja, ich habe ja eigentlich schon so viele Tassen zu Hause, aber das finde ich hier richtig schön. Solche Tassen, ja? Kaufst du mir eine? Na los, kaufen wir dir eine, ja? Guck mal da, wo der Vati steht. Ah, oh, das ist eine Schießbude? Ja, steht hier dran, ja? Fietes Schießbude. Na, was habe ich dir gesagt? Wie heißt das? Nicht das Wort Schießbude, das hast du gut, gesprochen, aber das da oben. Wie heißt das? Nein. Fietes? Fietes? Bestimmt du. Bist mir wieder eingefallen. Wer ist denn das, dieser Fiete? Ja, das ist ein Name. So wie Sid. Sid ist ja auch ein Name.
Guck dir das da an. Der sieht ja komisch aus, der Typ. Ist auch kein echter Mensch, ne? Siehst du, ja? Na, du lieber Himmel, nur bei dem ist die Statue. Nur besser ist, wenn das nicht echt ist. Du bist doch unmöglich. Das kannst du aber nicht sagen bei richtigen Menschen, ne? Sowas macht man nicht. Na ja, du, du guckst doch mal an, da so ein Zinken. Jawohl, ich habe auch so eine Nase, du. Ich soll lieber ja nicht mehr. Guck mal, ist hier da. Da steht dran, das Eiswerk, die Kunstwerke, Eiskunstwerke. Und das sind auch wirklich richtige Kunstwerke. Die kann man wie so ein Bildhauer, kann man aus Eis Kunstwerke hauen. Weißt du, das ist ganz, ganz toll. Das lohnt sich, da reinzugehen. Da haben sie Tiere, Menschen, richtige Skulpturen sozusagen. Eiskulpturen heißt das. Ja, vielleicht gehen wir da auch mal rein, aber ich denke mal heute nicht. Das wird zu viel sonst, ja? Das hört sich auf jeden Fall schon mal interessant an. Guck mal, Sid, hier kann man, das ist eine Pfannkuchenschmiede. Ja, da steht's ja dran, du. Lecker, ne, wie das hier duftet. Ja, vollkommen einladend. Guck mal da, ist das nicht toll? Ah, ne, mal gut, dass wir gerade gefrühstückt haben. Da hast du ja keine Uhr. Ne, sowas aber auch. Ist ein bisschen ärgerlich. Ne, das ist ein Karussell. Ein Pfannkuchenkarussell. Ja, kann man so sagen. Das hatten wir damals in der Bäckerei auch. Aber nicht so direkt, das war ein bisschen anders. Da wurde praktisch die Marmelade reingespritzt, weißt du? Das war auch so ein Karussell. Mit oben einen großen Behälter drüber. Und da war die Marmelade drin. Na, interessant. Na, erzähl mal ein bisschen mehr, Mutti. Ja, aber nicht jetzt. Das können wir mal zum anderen Thema machen, ja? Jetzt sind wir erstmal hier bei Karls. Na, der Vati lacht, du. Der haut nämlich immer ab. Der schämt sich immer zu. Der gehört ja nicht mehr zu uns. Hast du recht, Sid. Ah, guck mal, Mutti. Da sind schon wieder so eine Tassen. Na, dann müssen wir mal den Vati einen abluchsen. Na, wir wollten erst noch mal hier gucken, ja? Was hier für Tassen gibt. Vielleicht sehen wir ja noch eine andere, ja? Man muss ja nicht das Erstbeste kaufen. Na, guck doch mal da, so ein Stuhl. Na, das ist doch was für die kleine Elena. Na, das ist kein Hochstuhl. Das sind bloß zwei Stühle übereinander gestellt. Siehst du? Ach so, nicht gut. Na, wo die Fetzen, wa? Wollte ich auch gerade sagen, die Fetzen voll hin. Die Fetzen voll hin, die Fetzen voll ein, ja. Das ist doch, glaube ich, der Benni immer von der Olsenbande. Na, von der Olsenbande kommst du auch nicht weg, wa? Nee, die Fetzen voll, du. Na, Vati, dann kaufen wir hier die Tassen für die Mutti. Schöne Dekosachen, ja? Ja, weißt du ja nicht mehr, wohin damit da zu Hause? Na, ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich alles hole. Aber nachher, da gucke ich mal wieder nach einem schönen Kinderbuch. Von DDR-Zeiten, ja? In der darauf stehst du, was, Mutti? Genau. Auf sowas steht die Mutti. Guck mal, ganz vornehm. Sieht cool aus, wa? Kann man sich ausruhen. Na, wo ist denn der Vati? Da hinten, guck mal. Na, Vati? Hast du schon was gefunden? Ich bin hier. Na, der Vati, der sieht aus mit seinem komischen Schnutenpulli da. Guck doch mal das Ohr an da, du. Na, wenn das so bleibt. Das bleibt nicht so. Was du dir auch alles so Gedanken machst. Ah. Toll, wa? Na, guck mal da, für Honig. Das hast du aber gut erkannt. Na, da ist ein Bienchen. Na, guck mal da, süß. Ja, das ist niedlich. Das ist alles für kleine Krabbeltiere? Wie sagt man? Das gibt so Insektenhotels, sagt man dazu. Ach so. Da können die sich das gemütlich machen, so wie du dir das auch gerne gemütlich machst zu Hause, ja?
Hm, die möchten auch ein schönes Zuhause haben? Genau. Guck mal, Cindy, hier machen sie Bonbons. Ah, lauter Süßkram. Hm. Ah. Hier ist was los, wa? Ja. Guck mal, da sind ja lauter Gießkannen. Das sind keine Gießkannen, das sind alles Kaffeekannen. Kaffee, das ist die größte Kaffee- und Teekannensammlung hier in Deutschland oder überhaupt. Das ist ja krass. So viele. Hm. Kann man, glaube ich, hier abgeben, wenn man was über hat. Ach so. Na, haben wir nicht mehr sowas zu Hause, Mutti? Nee. Glaube ich nicht. Guck mal. Da werden lauter kleine Bonbons draus gemacht, ja? Guck mal, da wird das gerollt. Und dann wird das da, läuft das immer. Dann zieht der Onkel da dran. Der Mann. Und dann wird das auf die richtige Größe gedreht. Siehst du? Das kann man in ganz vielen verschiedenen Formen gibt es das. Und auch Geschmacksrichtungen. Hier ist ja was los. Guck mal, jetzt hier kann man die dann kaufen, ja? Guck mal, da steht, was da steht. Ja? War lecker, du. Ja, da muss man sich aber anständig die Zähne putzen. Das muss man denn wohl, ja? Das muss man überhaupt. Und guck mal, das hier ist eine Kreativwerkstatt. Steht da oben dran, siehst du das? Ja, was kann man hier alles machen, Mutti? Da Tassen und Schalen kann man sich hier selber herstellen. Das ist ganz, ganz niedlich. Das kann man später mal mit der kleinen Elena machen, ja? Da hast du deine eigene Tasse selbst gemacht, was? Du musst ja keine mehr kaufen, da du. Nee, aber Tassen sind trotzdem was Schönes, ja? Die kann man nie noch haben. Siehst du, das hier sind praktisch die Rohlinge, ja? Und dann kann man die alle kreativ gestalten. Siehst du das? Da weißt du schon mal was drauf dazu. Und die kannst du dir jetzt so anmalen, die kleine Meerjungfrau. Ja? Die sind aber hübsch da oben, du. Die sind schön, ja? Finde ich auch ganz toll. Schon alleine, weil die so ein bisschen schief sind, ja? Na, als ob der Wind kam, du. Wind schief. Wollt schön da, du, guck mal. Ja, da sagt der Onkel, dass man eben auf den Abstand achten soll, Mindestabstand, ja, und die Hände waschen soll. Da erinnert er praktisch nochmal dran, weil man das hier drin vielleicht auch leicht vergisst, weil man hier sehr abgelenkt ist, ja? Durch all die schönen Sachen hier. Das gebe ich zu. Da habe ich auch nicht mehr dran gedacht, du. Du hast ja auch deine Maske nicht auf. Da kriegst du ja keine Luft, du. Ah, oh, Wein? Na, das sieht aus wie ein Bienenstock da oben, du. Soll wahrscheinlich auch so sein, Cindy. Nur die Lampe fetzt da. Guck mal, Mutti, da, du. Mama auch da. Na, lauter Flaschen. Das können wir auch mal machen zu Hause. Also eigentlich können wir doch gleich hier einziehen, was du alles machen willst. Da können wir uns das alles sparen, ja? Na, guck mal dazu. Na, alles ist dran. Ja, wo ist denn der Vati? Weiß ich nicht, wollen wir mal gucken. Der geht da hinten. Los, rufen wir mal, dann schämt er sich. Vati!
hab dich schon vermisst, du. Nimm mich dein Ohr da, du. Mach doch mal richtig da. Ah, was ist denn das für ein Boot? Du sollst euch ja nicht anschließen, du. Das ist alles Deko. Alles Deko. Das sind ja lauter Bernsteine. Das musste mal dem Vati sagen. Der sucht immer Bernsteine. Vati, komm doch mal her hier, da, du. Guck doch mal da. Lauter Bernsteine. Das sind keine echten, das sind Glaskugeln. Na toll, du. Ich will ja auch nicht, dass ich welche kriege, du. Und jetzt gehen wir da hinten zu den Büchern, ja? Na, guck mal, wie das da alles leuchtet. Da holt die Mutti immer Bücher, ja? Guck mal da, nein. Na, da sieht er aus, du. Was? Ein Hai macht aber nicht Wuff, ne? Wenn ein Hai Wuff macht, dann war's das. Nur weiter. Dann lassen wir das lieber. So, da hinten sind jetzt die Bücher, ja? Die von DDR-Zeiten. Und da suchen wir uns jetzt mal ein schönes Buch aus, ja? Für die kleine Elena wieder, ja? Dass die Omi nachher später mal vorlesen kann. Guck mal, ist das nicht schön? Dornröschen, das hatte die Mutti auch schon als Kind. Genau dieses Buch da. Kannst du glauben, manches erkennt man gerne wieder. Dornröschen ist ein schönes Märchen. Nur guck mal da, der Frosch. Es war einmal klassische Märchen. Hier, Märchenbilderbuch der Brüder Grimm. Frau Holle. Also ich liebe diese Abteilung hier. Die Reise nach Sundewitt, das hat die Mutti heute noch. Sieh mal einen an, du. Ja. Das kenne ich ja auch noch. Von Anton bis Zylinder. Das war so ein Kinderlexikon. Oder es ist so ein Kinderlexikon. Na, Vati, und was interessiert dich hier? Guck dir das mal so. Na, du, wir reiben die Bescherde nicht an. Guck doch mal, diese Bären da, du. Das sind Erdbeerbären. Ich glaube, hast du sogar recht. Guck mal hier, das bist du. Ja, was denn du? Die kleine Raupe Nimmersatt. Ja, die wird mir mal nicht komisch, du. Das ist doch der Vati bei uns. Der wird doch nicht satt. Der steht nachts auf und isst. Und jetzt bin ich wieder, was? Das reicht. Mein Gott. Tschüss. Eis und Kaffee. Los, geh mal los, raus da, du. Guck mal, Sid. Jetzt sind wir hier beim Eingang oder Ausgang, wie auch immer du das sagen willst. Und hier siehst du mal ringsum diese ganze Kaffeekann-Teekann-Sammlung. Ist das nicht krass? Das sind doch bestimmt Millionen, Mutti. Nicht so viel. Das ist doch Wahnsinn, du. Wie wird man die alle hierher schleppt? Krass, wa? Du bist ein Million? Du sag mir nicht. Meinst du, dass das Millionen sind, ja? Ja klar, du. Ja, guck doch mal hin da. Ja, Sid, Millionen sind das trotzdem nicht. Kannst du glauben. Dann müssen wir noch ein bisschen üben, was? Wahnsinn. Müssen wir jetzt YouTube, du? Dann kommen wir noch mal wieder, was? Wo ist denn der Vati? So ein großer Korb. Ja, das ist Wahnsinn, wa? Das war gut hier, du. Da müssen wir noch mal hin hier, du. Das kann man ja nicht alles in einem Tag sehen. Ich bin fix und alle. Jetzt gehen wir erst mal zum Auto, was? Na, wo ist denn das? Na, der Vati da, du.
Na, Vati, na, wo ist denn unser Auto? Hm? Na, wie soll man das hier finden? Lauter Autos hier? Na, du lieber Himmel, du. Na gut, dann fangen wir mal an. Sag mal, wo ist denn das? Hm? Na, es muss da hinten irgendwo sein. Na, da bei der Mühle? Ja, in diese Richtung. Mach mich doch nicht Karusche. Na, du, so viele Autos hier. Gut, du guck doch mal an, na, du. Ja, aber es kann, ist doch schön, dass wir hier so einen großen Parkplatz haben. Sonst sollen wir ja keinen Platz kriegen. Bei so vielen Menschen, oder? Ja, stimmt auch wieder. Hm? Na, mach's gut, Karls. Hm? Na, bis zum nächsten Mal. Hm? Dann gehen wir bald wieder hin, du. Hm?